Burgstedt. Auf der Landkarte ein kleiner Flecken mit knapp über 2000 Einwohnern, erlangt alljährlich am Himmelfahrtstag weltweit Bedeutung. Das Landsbulldog-Treffen, organisiert vom LBCH, dem Landsbulldog-Club Holstein, findet bei Fans und Besitzern alter Traktoren und anderer Landmaschinen gleichermaßen großen Zuspruch. Begleiten Sie uns nun zum 29. Landsbulldog-Treffen 2004 im Speedway-Stadion zu Burgstedt. Aus eigener Kraft oder auf der Ladefläche erreichen die liebevoll restaurierten und hingebungsvoll gepflegten Veteranen der Landwirtschaft das Fahrerlager. Während die einen sich schon erholen dürfen, suchen die anderen noch ihren Platz. Ihre Unterkunft auf Rädern bringen sie teilweise gleich mit.
Vor den Start der alten Motoren haben die Götter das Anheizen gesetzt, das immer wieder auf größtes Interesse stößt. Wenn eine Maschine mal nicht will, steht man sich mit Rat und Tat zur Seite. Das ist bei Landsfreunden Ehrensache. Das Stadion füllt sich. Und ins Fahrerlager kommt Bewegung. Diese Fahrzeuge warten noch auf ihren Einsatz. Und auf der anderen Seite des Fahrerlagers wird noch entladen. Manchmal bedarf es des Einsatzes mehrerer Experten, aber letztendlich gelingt es doch immer, diese Schmuckstücke zu starten.
Das Entladen der wertvollen Stücke erfordert viel Können bei allen Beteiligten. Auch der TÜV ist wieder dabei. Peter, da hinten liegt deine Glühbirne drinnen in der Fassung. Hier ist das. Nach bestandener Überprüfung gibt es die begehrte Plakette und der Fahrer ist glücklich. Die ersten Schaulustigen bewundern bereits die Exponate und manches Fachgespräch bahnt sich an.
Der an der Einfahrt aufgewirbelte Staub tut der Freude am Fahren keinen Abbruch. Hier geht es um den Erwerb langgesuchter Ersatzteile oder einfach nur ums Stöbern auf dem größten Teilemarkt Deutschlands. Bisschen lediert, aber noch voll funktions. Willkommen im Norden. Ja? Servus. Zum Ausklang des ersten Tages trifft man sich hier für einige gemütliche Stunden.